Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist Samstag, deshalb gibt es hier wieder auf meinem Kanal ein Video. Ich bin noch zu Hause und ich wollte euch noch ganz kurz das tolle Paket von Vicky und Sarina zeigen. Ich habe mich so sehr gefreut über dieses süße Paket. Ich habe ja bereits mit der Sarina ein Tauschpaket gemacht und habe für die Flora was eingekauft. Die Sarina hat was für die Fauni eingekauft und jetzt habe ich noch ein kleines Päckchen von den beiden bekommen, denn die zwei haben ein Pferdebuch rausgebracht und zwar mein Herzenspferd und zwar schaut das so aus und es ist so wunderschön, also ich hätte es nicht anders gemacht, diese Pastellfarben sind ein Traum, wirklich, also genau so würde ich es mir auch vorstellen, sie haben sich da so viel Mühe gegeben, es ist so wunderschön, ihr müsst es unbedingt mal anschauen, ich werde es euch mal unten in die Infobox verlinken und ich werde euch jetzt hier noch einen kurzen Einblick geben und das war auch noch in meinem Paket drin und zwar so eine kleine Karte, voll süß. Ich glaube, das ist sogar mit Füller geschrieben, so schaut es zumindest aus. Da habe ich mich sehr gefreut und Fauni wird sich auch freuen, denn in dem Paket waren auch noch Leckerlis drinnen und die werde ich jetzt halt ihr einfach mal verfüttern. Fauni bekommt ja sonst keine Leckerlis, sondern immer nur Heukops, aber die werde ich jetzt halt ihr mal geben. Apfel-Fenchel ist auch irgendwie eine lustige Mischung, oder? Habe ich auch noch nie gehört. Fenchel. Mal schauen, ob das überhaupt Fauni frisst. Fauni ist ja sehr schnieke da, was sich da mit solchen Fenchel-Sachen angeht. Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz so einen kleinen Einblick zeigen, was man da alles ausfüllen kann. Also alle Fakten auf einen Blick. Dann kannst du hier den Namen deines Pferdes ausfüllen, Geburtstag, Rasse, Stockmaß und, und. Und was ich auch richtig süß finde, ihr könnt hier sämtliche Sachen ausmalen und auch euer Reitturnier-Outfit zum Beispiel hier gestalten. Also sehr, sehr süß. Und ihr habt richtig viel Platz, was reinzuschreiben. Und ihr habt hier unten auch noch so einen kleinen Faden, sage ich jetzt halt einfach mal, wie so eine Art Lesezeichen. Und dann könnt ihr das hier einklemmen, wo ihr gerade seid. Also richtig, richtig süß. Geil, Mädels, dass ihr sowas entworfen habt. Finde ich richtig toll. Und schaut auf jeden Fall mal in die Infobox rein, da werde ich es euch verlinken. Für mich geht es jetzt an Stall. Ich habe auch schon die Sachen gepackt, denn Fauni hat heute Osteopathin. Also ich weiß nicht, ob ihr eure Pferde auch ab und zu mal osteopathisch checken lasst. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe das immer einmal im Jahr gemacht. Und jetzt habe ich eine andere Osteopathin. Das ist quasi das erste Mal mit ihr. Ich habe den Kontakt von meiner Trainerin bekommen und bin halt nach wie vor mit meiner Trainerin zufrieden und begeistert und freue mich einfach, wie es momentan läuft. Und klar gibt es auch mal Tage, die nicht so gut sind. Zum Beispiel die vorletzte Reitstunde war jetzt nicht so der Hit. Habe ich euch auch auf Instagram gesagt. Mein Gott, es kann nicht jedes Mal gut sein. Damit muss ich mich auch anfreunden, bin ich ganz ehrlich. Ich nehme mir das immer so ultra zu Herzen. Hab auch geweint, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich bin halt sehr sentimental und von Tränen wird es natürlich auch nicht besser. Aber ich bin dann so wütend und dann steigere ich mich so rein und dann heule ich. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Und da ich eben so ein Sensibelchen bin, habe ich da einfach weinen müssen. Naja, aber ja, wie gesagt, man muss sich anfreunden, dass es auch nicht immer positiv geht, dass es nicht immer nur bergauf geht, sondern es geht so wie im Leben generell auch. Und ein Pferd kann halt auch nicht immer glücklich sein und das habe ich auch gelernt. Und ja, trotzdem bin ich nach wie vor stolz auf die Fauni, wie sie alles macht und wie sie sich entwickelt. Und jetzt würde ich sagen, düsen wir in den Stall und schauen mal, was die Osteopathin so sagt. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade am Stall angekommen und ich habe jetzt noch circa 15 Minuten. Ich stand leider im Stau, sonst hätte ich länger Zeit gehabt. Und jetzt hole ich gleich mal die Fauni und um 10 kommt ja die Osteopathin und dann mal schauen, was da rauskommt. Bei uns ist heute ein bisschen windig. Ich muss jetzt halt erstmal die Fauni wieder suchen und ich habe sie schon entdeckt und sie steht diesmal nicht im Heuständer. Sonst steht sie ja des Öfteren im Heuständer, wenn ich komme. Aber heute nicht. So, jetzt holen wir sie mal. So, ich habe sie. Ich habe jetzt die Fauni entdeckt und habe sie mir auch gleich genommen. Und es ist so windig. Das sind die auch an den Haaren. Wir werden jetzt hier drinnen putzen, weil einfach draußen ist zu windig. Hier ist übrigens ihr Chip, den muss ich mal wieder schöner einflechten. Der steht gerade total ab. Aber dadurch, dass die so viel Mähne hat, kann man das dann leicht verdecken. Und wir werden jetzt ganz schnell drüber putzen und schnell sauber machen. Ja,
und dann kann es losgehen und ich melde mich dann nach der Behandlung wieder. Ich bin jetzt halt fertig. Fauni darf jetzt halt hier noch gerade was essen, wie ihr sehen könnt. Und es war richtig gut, dass sie da war, weil sie hat ziemlich viele Blockaden gehabt. Auch das ISG war blockiert. Ich schaue jetzt gerade zu Alina und zu Agnes. Die machen mit dem Kopf so. Dann am Hals war sie sehr entspannt und da habe ich auch so Übungen bekommen, die ich dann mit ihr machen kann. Das werde ich natürlich dann auch machen. Da hat sie mir gezeigt, wie ich mit den Händen arbeiten kann. Und Sattel muss ich auf jeden Fall anschauen lassen. Es war uns ja eh bewusst. Und habe ich was vergessen? Das war das Wichtigste. Und das hat jetzt circa 1 Stunde und 50 Minuten, glaube ich, gedauert. 1 Stunde 45. Und es hat auf jeden Fall der Fauni richtig gut getan. Man hat gesehen, wie die Fauni dann auch manchmal mit der Lippe so gespielt hat. Und sie hat super viel gegähnt und hat sich auch mitgestreckt. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das mit anzuschauen. Und hoffen natürlich, dass es der Fauni auch gut getan hat. Und in 6 Wochen haben wir dann nochmal einen Termin. Ja. Geht ins Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was tut man nicht alles fürs Tier, du kleine Maus, ne? Ja, wird halt ein bisschen weniger gefressen. Spaß. Kleiner Scherz, kleiner Scherz, nein. Aber solange das Pferd glücklich ist und happy ist, bin ich natürlich auch happy. Und von daher mache ich das bei Eselchen. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. War jetzt halt nicht ganz so langes Video, aber ja, ist halt manchmal so. Bei uns ist wahnsinnig der Wind. Vielleicht hört ihr das auch die ganze Zeit klappert. Das ist noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich werde hier auf der Seite mal 2 weitere Videos verlinken. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss.